Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video zu FIFA 20, der Demo. Ja, falls ihr das erste Video zur Demo nicht gesehen habt, schaut mal rechts unten am i vorbei. Und natürlich kommen zur Vollversion auch ganz, ganz viele Sachen, wie eine Koop-Karriere, wo zwei Spieler selbst erstellt in einer Mannschaft als Doppelsturm spielen. Eine Torwartkarriere, wo ich nur den Torwart steuere und wahrscheinlich auch eine Trainerkarriere. Vielleicht auch ein bisschen was zu Food, allerdings bin ich nicht so der Online-Spieler, deswegen wahrscheinlich eher ein bisschen Karriere. Vielleicht auch Volta, aber das eher gegen Freunde oder so, wenn das irgendwie möglich ist und nicht eben hier in der Story quasi, weil das bringt sowieso jeder auf seinem YouTube-Kanal oder das seht ihr bei ganz vielen und ihr wollt vielleicht auch selber zocken, also naja, dann braucht man es nicht unbedingt machen. Außerdem, Leute, trage ich meinen eigenen Merch, ja, könnt ihr gerne vorbeischauen, ihr bekommt sogar 10% Rabatt, wenn ihr innerhalb der ersten Woche bestellt, und die erste Woche läuft aktuell noch, mit dem Code INSIDER10 bekommt ihr 10% Rabatt, mit den Kanalmitgliedschaften nochmal mehr und so, das müsst ihr euch alles mal angucken, schaut mal rechts oben beim i vorbei und guckt euch das Video mal an, falls ihr interessiert seid, auch richtig, richtig coolen Merch zu tragen. Das ist einer von vielen Sprüchen und Mix-Shirts, die wir haben, in einer krassen, coolen Kollektion. Ich hoffe, dass mein Mikrofon nicht rauscht, denn bei dem ersten Video, bei der ersten Aufnahme, da hat mein Mikrofon plötzlich irgendwie angefangen zu rauschen. Ich habe schon ein neues Kabel bestellt fürs Mikrofon, weil es liegt wahrscheinlich am Kabel. Allerdings habe ich es halt erst bestellt und will jetzt noch ein paar Sachen aufnehmen. Ich hoffe, das rauscht nicht irgendwie die ganze Zeit. Ich werde das Rauschen versuchen wegzuschneiden. Wenn nicht, tut mir echt schrecklich leid, ist nun mal so. Und ansonsten starten wir jetzt rein in Volta. Volta kann man nämlich in der Demo auch spielen. Und das werden wir jetzt hier ein bisschen versuchen. Ich habe die Cutscenen jetzt schon mal übersprungen, weil die seht ihr, wenn ihr selber zockt oder bei anderen YouTubern habt ihr schon gesehen. Wir wollen hier Gameplay sehen. Wir spielen hier, ich glaube, das steht gar nicht hier. Ich glaube, Torvorgabe. Also wir müssen, glaube ich, 4 Tore erreichen, um dann tatsächlich, ja, irgendwie, mit was machen die nochmal? Okay, wow, um dann irgendwie zu gewinnen. Okay, crazy, kein Torhüter finde ich gut, bam, 1:0, Torvorgabe 4, ja genau, kein Torhüter finde ich gut, weil, das werde ich wahrscheinlich auch, wenn wir das mal gegen Kumpels zocken oder so machen, dass wir keinen Torhüter spielen, weil ich finde das sonst absolut schwierig. Ich habe zwar L2 gedrückt gehalten, aber er hat einfach so reingeschossen, okay. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr zu tricksen, weil sonst ist das Gameplay jetzt gleich wieder rum. Aber ich bin jetzt auch nicht so der krasseste Skiller. Es gibt irgendeine Taste, wo man quasi, wo er selber irgendeinen Skill macht, ohne dass man was machen muss. Ich glaube, es gibt auch keine Fouls. Doch, es gibt Fouls. Oh, scheiße. Nice, neues Freistoßsystem hier. Also, Volta extrem cool. Ich habe noch nie in meinem Leben FIFA Street gezockt, Leute. Seid euch das bitte bewusst. Und ich bin auch, wie gesagt, nicht so der Online-Spieler und deswegen auch nicht so der Skiller, der jetzt hier absolut die Skills rausballert. Allerdings, ein paar werde ich schon hinbekommen. Ich weiß auch gar nicht, haben die hier alle 5 Sterne? Nee, ne? Lol, der Ball ist immer rausgeflogen. Haben die alle 5 Sterne? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Keine Ahnung. Und was auch ziemlich krass, also ich finde den Modus richtig cool übrigens. Was ziemlich krass ist, ist, dass das halt hier alles aus... Ich weiß nicht, wie das bei FIFA Street war, aber das ist halt für mich absolut ungewohnt. Du hast halt keine Zielhilfe, ne, und so. Also das ist alles komplett ausgestellt. Der passt quasi genau dahin, wo du eben auch passen willst. Und schießt dahin, wo du schießen willst. Deswegen musst du echt genau zielen beim Passen, so wie beim Schießen. Das ist auf jeden Fall crazy. Also wir werden das hier locker gewinnen. Das ist auch wahrscheinlich von der Story so gewollt. Deswegen ist auch die Schwierigkeit wahrscheinlich nicht so schwer. Oder ich habe da irgendwas verstellt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kenne ich mich jetzt nicht so aus. Also Running Waka Waka kriege ich auf jeden Fall nicht hin gerade. Dafür bin ich offensichtlich zu inkompetent.
Und es gab ja irgendeine Taste, oder es gibt irgendeine Taste, womit ich, womit er automatisch Tricks macht, ne? Lol, hat er den gerade an die Wand gespielt? Das ist auf jeden Fall lustig. Also es ist ein bisschen realistischer gehalten, das haben schon viele gesagt. Es haben schon viele gesagt, dass es eben nicht so ist wie bei FIFA Street, dass sie da die absoluten krassen Götter-Skills raushauen, sondern dass es halt schon ein bisschen realistisch gehalten ist. Und das finde ich auch cool. Also ich finde das auch gut. Oh, jetzt hat er irgendwas gemacht. Okay. Oh, scheiße, wir müssen ein Tor machen. 5, 4, 3, 2, 1 hat er gerade runtergezählt. Ich denke mir so, oh, ups. Aber irgendwie hat er gerade selber Skills gemacht. Das war irgendwie L2 und Viereck oder irgendwie sowas, habe ich, glaube ich, gedrückt. Boah, keine Ahnung, ey, was das ist. So, dann kommen wir zum Match Nummer 2. Und werden das gleich nochmal probieren. Ich weiß nicht, gibt es dann auch zwei Hälften jetzt schon hier? Oder sind es dann nicht zwei Hälften? Keine Ahnung. Und wir können auch vielleicht dann irgendwann mal in Zukunft... Der hat einen geilen Trick gemacht. Wie hat er das denn gemacht? Keine Ahnung. Wir können auch dann in Zukunft vielleicht mal die Schwierigkeit hochstellen. Falls das jetzt immer so einfach ist. Aber es ist offensichtlich nicht immer so einfach. Die führen nämlich 1-0. Starke Leistung. Starke Leistung, Mike. Ja, ich frage mich nur immer noch, wie er diesen... Wie sie diese... Skills alleine machen quasi. Also das hier, das mache ja alles ich gerade. Shit. Bullshit. 2-0 für die. Die machen richtig ernst jetzt. Ja, das macht er ja immer wieder jetzt. Nice. 3-0. Es war so klar. Ah, Mann. Okay, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall ernst spielen. Ich wollte zwar ein bisschen rumblödeln jetzt und ein paar Sachen ausprobieren, aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Sie machen auch nicht so krasse Trickpässe, so wie ich mir das erhofft habe. Deswegen probiere ich gerade ein bisschen was rum. Aber die machen gerade richtig ernst. Also die... Guck mal, die schießen hier nur aufs Tor. Ohne viel Tricks. Nicer Schuss. Autozielen ist auf jeden Fall am Start. Gibt's ja auch Time Finish eigentlich? Ah, als ob er das pfeift. Ah, warum gibt's denn sowas wie einen Schiedsrichter hier? Da würde ich auf jeden Fall No Rules spielen. Ah, das war sexy. Ah, okay, so kann man auf jeden Fall schon mal sexy Sachen machen und das war kein schlechtes Tor. Von Vinicius, oder wer das war, oder ist der andere Vinicius? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war Vinicius. Ja. Was wollte ich Ihnen sagen? Naja, Time Finish gibt's nicht, das wollte ich sagen. So, da mussten wir jetzt irgendwie auf Krampf blocken. Oh, jetzt geben sie richtig Gas. Hallo, bleib mal langsam. Scheiße. Nicht reinmachen. Ich bin da, hallo. Oh, shit. Fuck, okay, das war nicht so cool. Aber wir holen uns den Ball wieder. Es gibt Time Finish, doch. Lol, was? Oder gab es es gerade nur beim Kopfball, weil es ein Bug ist? Keine Ahnung. Ja, okay, die werden die Partie gewinnen. So wie die spielen, ja, sag ich ja. Keine Ahnung, machen wir noch eine. Weißt du, da willst du einmal ein bisschen rumtricksen und dann machen die richtig ernst. Okay, Partie Nummer 3. Nochmal 3 Minuten. Ich glaube, das gerade eben waren ja nicht mal 3 Minuten. Ja, gucken wir mal. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen skillen und trotzdem gewinnen. Ja, okay, aber zu zweit spielen kann man auf jeden Fall nicht, sonst hätte ich das... Oder kann man doch... Man kann zu zweit in einer Mannschaft spielen. Ah, okay. Okay, dann gibt's bald auch mal... Jo, dann gibt's bald auch mal ein Video, wo ich mit Jan zusammenzock. Jan ist zwar noch ein viel schlechterer Skiller als ich, aber das können wir gerne mal machen.
So als Fun-Video. Und hier werde ich wieder richtig hochgenommen von denen. Wobei, hochgenommen, die nehme ich ja gar nicht hoch. Also die spielen einfach ultra auf Ernst. Ja, ich freue mich da schon drauf, wenn man das dann wirklich 1 gegen 1 gegen Kollegen spielen kann. Ein bisschen schade, dass es hier nicht geht. Und ein bisschen schade, dass die... Ich verstehe nicht, was jetzt los ist. Weißt, ich habe einmal gewonnen gegen die. Und jetzt machen sie echt ultra ernst. Guck mal, ich kann... Die machen auch keine Tricks. Da kommt irgendwie so eine Ballrolle und dann ein Schuss. Nice. Ah, Hilfe. Ja, es gibt keinen Time-Finish. Es gibt tatsächlich keinen Time-Finish, aber das war beim Kopfball irgendwie, entweder war es ein Anzeigefehler vorhin oder es war tatsächlich ein Bug, dass sie es beim Kopfball noch nicht ausgestellt haben oder so. Dass da irgendwas noch fehlerhaft ist. Oh Gott. Ich hatte ja eigentlich nicht vor, zweimal zu verlieren. Boah. Was ist das? ja, wie gesagt, also 1 gegen 1 gegen jemanden da zu spielen, wie gegen Micha oder Jan oder so. Oder gegen jemand ganz anderen. Vielleicht auch mal gegen Zuschauer. Mache ich ja auch auf meinem Kanal. Das ein oder andere Mal, das Tor war nicht schlecht. Können wir uns das nochmal angucken. Das war echt nicht schlecht. Das fand ich sexy. War jetzt auch nicht viel getrickst, aber war schon schick. Ich mache das ja auch öfters für die Leute, die meinen Kanal jetzt noch nicht so verfolgen können. Übrigens gerne ein Abo dalassen. Aber 2 zu 2, auch schön. Aber ich mache das auch häufig, dass ich einen Livestream zum Beispiel mache, wo ich dann einfach gegen Zuschauer zock. Nacheinander mir dann aus dem Chat immer wieder welche rauspick, die dann ihren PSN oder Xbox oder so Namen oder PC-Namen reinschreiben. Und dann zock ich halt nach und nach gegen diese Leute. So, wir skillen im Vergleich zu denen. Ein bisschen wenigstens. Ah, ich dachte, der läuft da in die Spitze. Was mich echt jetzt auch interessieren würde, wenn wir jetzt in diesen 55 Sekunden nicht zum Ende kommen, was dann passiert. Ich konnte... Wie willst du das verteidigen? Das checke ich nicht. Entweder du haust ihn um oder du schaffst es halt nicht. Wie man das verteidigt, keine Ahnung. Jo, ich muss jetzt die... ich muss Zeitspiel machen. Nein, das ist nicht Zeitspiel, das ist der Sieg. Nein, ich wollte doch sehen, was passiert, wenn das nicht geht. Naja, egal, Leute. Ist egal, zweimal verloren, macht nichts. Aber waren ein paar schicke Tore dabei und das ist ein lustiger Modus. Ich werde jetzt sofort Jan einladen und dann werden wir vielleicht mal so ein Match gegeneinander machen. Und das wird dann demnächst auch auf meinem Kanal online kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Macht's gut, haut rein, schaut beim Merch vorbei. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.